Willkommen im Shogunland, meine Freunde. Und willkommen zurück zu Paper Mario, The Origami King. Letztes Mal sind wir hier mit der Wildwasserbahn, hier mit dem Boot, runtergeschlittert. Bis hierher, bis zum Shogunland. Und ja, ich habe dabei ziemlich verkackt. Ich habe da einige grundlose Löcher verpasst und Münzen. Und es hieß ja auch, dass ich, wenn ich alle Münzen sammle, dann noch einen Preis von dem Typen bekomme. Meine Vermutung war ja ein Schatzmini, aber laut der Karte, ich kann einmal drauf gehen, gibt es da gar keine, anscheinend. Also ich steht ja immer da 0%, wenn es da was gäbe, aber wenn das noch nicht haben, da gibt es anscheinend echt nur grundlose Löcher. Ich bin mal gespannt, was dann der Preis ist, aber wir können es wohl echt noch nicht nachholen jetzt direkt. Deswegen machen wir erstmal weiter hier im Shogunland. Das steht da nicht mal untersucht, oder? Shogunland, Eintritt. Malo Billet oder Billet. Okay, das Wort kenne ich echt nicht, deswegen muss ich jetzt raten. Gewöhnlich, einmaliger Eintritt, kein Wiedereintritt. Bis zu 3 Personen pro Billet, sag ich jetzt einfach mal. Promi-Billet Premium, ewig freier Eintritt, beliebig viele Gäste, gratis Spiel und besondere Preise. Ich will so ein Promi-Billet haben. Oder Billet. Ich kenne das Wort echt nicht. Wie wird das ausgesprochen? Muss ich echt mal nachforschen. In der Recherchieren. Wenn wir öfter herkommen, sollten wir auf jeden Fall das Promi-Billet nehmen. Ich sag's jetzt einfach französisch, ganz ehrlich. Du planst also schon regelmäßige Besuche, Tantchen? Na klar, die will ja offensichtlich hin. Komm, wir nehmen das Promi-Ding. Ich weiß halt echt nicht, ob wir hier nochmal rausgeschmissen werden oder so, oder nochmal raus müssen. Komm, ist egal. Wir haben das Geld. Wir haben mit der Karte eine Shogunland-Dauerkarte, die beste Wahl für echte Fans. Ach, und da kann man ja doch speichern. Und hier ist die Röhre nach Toad Town wieder. Zum Museum. Ey, warte mal, das ist ein Toad. Ist ja gar kein Herz. Eine Ballerina oder was? Ich weiß nicht, wonach es deinem Herzen verlangt, doch ich weiß, wo du dein Verlangen nach Herzen stillen kannst. Bei dir oder was? Der liebe rote Backstein. Der liebe roter Backsteinbau. Harre in Toad Town der Beschau. Hä? Der will mir damit nie was sagen? Aber ich weiß nicht was, warte mal. Ach egal, wir gehen da später hin. Oder warte mal, da war ein rotes Backsteinhaus, meine ich, ne? Wir gucken ganz schnell nach. War das nicht sogar das Haus, in dem die Truhe war, zu der ich nicht hinkam? Oder war es doch ein anderes Haus? Vielleicht verwechsel ich da was. Aber ich schätze mal, der Tod ist jetzt hier hingerannt. Hätte mal einfach den Sticker abgezogen und wäre hier hingelaufen, hätte sich hier teleportieren lassen. Mich juckt es auch manchmal in den Fingern einfach nachzugucken, was wir schon alles gefunden haben hier im Museum. Oder fürs Museum. Aber da das eh nicht vollständig ist, wir gucken uns das dann, glaube ich, echt am Ende mal alles an. Bevor ich da jetzt vier, fünfmal hinrenne, macht ja auch keinen Sinn. So. Ne, das war nicht rot, das Haus, das ich meinte, das war da oben, das Weiße. Ist hier echt ein neuer Toad irgendwo? Ich glaube nicht, oder? Ja, hier ist auch kein gutes Haus. Dann können wir einmal die Röhre hier nehmen, dann können wir direkt auf die andere Seite. Na, Mario, da rein. So, danke. So. Sehen wir hier vielleicht schon das rote Haus? Oder hat er mich verarscht? Mit das da? Warum ist da eigentlich ein Fenster offen? Komme ich da irgendwie hoch? Hier ist er doch. Ich bin es, der Tod der Herzen, und stehe zu deinen Diensten. Ich spüre sie, die verlorene Liebe in dieser Welt, also höre. In genau diesem Moment hat kein einziges einsames Herz mehr seine Entdeckung. Herzergreifen ist die Legende von einem, der auszog, alle Herzen zu ergreifen. Sagst du damit, dass ich alle Herzen bisher gefunden habe, oder was? Also hier ist schon mal kein Block, irgendwie, dass ich da nach oben komme. Ups, sorry, da ist auch eine Gondel. Komme ich damit auch zur Herbsttür von hier aus? Kann sein, ne? Sieht irgendwie auch aus, wenn da noch versteckte Türen, aber macht ja auch keinen Sinn. Ja, ist schon komisch, ich muss ja auch irgendwie da hochkommen. Warte mal, ist hier vielleicht ein Fragezeichenblock irgendwo versteckt? Hier ist einer, oh, ich sehe schon. Da. Alle Fragezeichenblöcke abgeräumt, geil. Ja, jetzt ist man ein bisschen schlauer so im Nachhinein, ne? Wenn man ein bisschen mehr gezockt hat oder so vom Spiel gesehen hat allgemein. Was fehlt denn hier noch? Ein grundloses Loch, oder? Und die Schatzmini ist natürlich klar. Ich weiß nicht, wo ich die noch kriege. Eins ist ja doch in dem Haus, wo ich nicht rankomme. Wobei der Tod, ich habe keine Ahnung, wo der ist. So, das, der Raum war es, okay. Hier waren wir ja schon. Ach, da komme ich durchs Fenster raus, okay. Stimmt. Ich erinnere mich. Ich bin da nicht rausgegangen, oder? Kann ich da wirklich rausgehen einfach aus dem Haus? Muss hier eigentlich. Ja, okay, man kann einfach rausspringen.
Wo habe ich denn ein grundloses Loch verpasst? Hier vielleicht? Nee. Kann ich das schon kriegen, ist die Frage. Ach ja, hier war der Maulwurf, stimmt ja. Der olle Maulwurf, der Rocky-Schraubenschlüssel, so heißt der, glaube ich. Ist ja kein Monty-Maulwurf, der hat ja eine Brille auf. Ja, soll ich jetzt hier nach ich suche jetzt nicht nach dem Loch, ganz ehrlich, Leute. Wir machen jetzt weiter. Im Shogunland. Da weiß ich auch nur ein kurzer Abstecher eigentlich, als einer geplant zumindest. Können wir mal kurz in den Laden gehen, da ist schon noch drin. Vielleicht gibt's da hier was Neues. Oh, gibt's wirklich. Powerblock. Die Wurfhammer gibt's jetzt hier. Die muss ich übrigens mal ausrüsten, glaube ich. Die letzte Eisstiefel, okay, die kann ich. Weil die rüste ich aus, wenn die anderen Hammer. Ach, die anderen Hammer da. Die Stiefel kaputt sind. Dann rüste ich die auch wieder aus. Ja, aber sonst. Ja. Also, ich könnte die jetzt auch entsorgen schon, aber warum? Ich kann die ja nochmal benutzen. 160 Todpunkte schon. Was ich ja echt gut finde, ist, dass man nicht wirklich 160 Tods gefunden hat. Es gibt ja manchmal so Stellen, wo dann irgendwie 10 Tods auf einmal sind. Wenn nicht sogar noch mehr. So, zurück zur. Ins Shogunland. Nicht zur Herbsttür, zum Shogunland, genau. Und ich könnte jetzt natürlich zur Herbsttür zurück nochmal mit dem Boot fahren. Das wäre natürlich möglich, ne? Aber kein Bock jetzt. Da tun ich eh nochmal alles nach. Vielleicht auch hier nach dem Kapitel hier, nach der Luftschlange. Wird vielleicht mal wieder ein bisschen Zeit für ein bisschen Backtracking. Das Spiel macht mir bisher wirklich sehr viel Spaß, muss ich sagen. Also es klingt jetzt durch meine Stimme nicht, vielleicht nicht so. Aber es macht mir wirklich sehr viel Spaß. So, jetzt speichern wir erstmal nochmal, obwohl es gerade gespeichert hat. Egal, doppelt fällt besser. So, hier geht's rein. Untersuchen. Präsentiere dein Billet. So, damit komme ich rein. Mach den Weg für die Probis frei. Alles klar. Hier gibt's schon mal nix. Direkt am Eingang. Dann gehen wir mal weiter. Oha. Wow, seht euch mal das Schloss an. Ach, das ist so super klasse. Ein Tag voller Spiel und spaßiger Attraktion liegt vor uns. Ich bin so aufgeregt, dass ich mich noch verknicke. So, was können wir jetzt hier alles erleben? Ich glaube, wir können hier einiges erleben, ey. Sieht ein bisschen aus wie eine Westernstadt, aber ja. Shogunland ist wohl eher asiatisch angehaucht. Und die Häuser sehen auch eher asiatisch aus als jetzt westernmäßig, ne? Hä? Das ist das Shogunland? Aber wo stecken denn die ganzen Leute? Genauso verlassen wir Toad Town am Anfang des Spiels. Ich sehe auch schon einen Toad hier auf dem Bildschirm. Mindestens einen. Ist das vielleicht geschlossen oder so? Wenn dem so wäre, hätten sie uns wohl nicht hineingelassen, Tantchen. Aber es ist wirklich ziemlich ruhig. Vielleicht sind gerade alle bei einer Show. Oh. Show, da muss ich wieder. Es gab doch mal in irgendeinem Paper Mario Spiel, ich weiß gerade nicht in welchem. So ein Quiz-Guy. So ein Checker, der so eine Quiz-Runde hatte. Den gibt es aber schon auch wieder hier, oder? Wenn ich schon wieder Show lese. Souvenirladen, offizielle Shogunland-Fanartikel. Ist der denn offen? Ja, der ist offen. Aber hier gibt's nichts, so wie es aussieht. Achso, ist der Itemladen. Exklusive Shogunland-Fanartikel, bald verfügbar. Komm ich da irgendwie rein? Ah, ich kann öffnen, okay. Okay, oder auch nicht. Okay, ich brauche einen Schlüssel, den ich noch nicht habe. Vielleicht kann ich ihn aber auch hier kaufen. Oder die von dem Typen kriegen, der hier dann irgendwie hinkommt. Wird da wahrscheinlich eh ein Toad sein, den ich retten muss. So, was haben wir hier? Kann ich auch rein? Da ist aber jetzt irgendwie nur ein normales Haus anscheinend. Eine Truhe. Cool. Präsentiere dein Billet. Hier kommen die Promis. Also braucht man sogar die Promi-Karte. Um die Truhen hier zu öffnen. Die Flusstour. Das Flusstourboot. Noch mehr Schnipsel. Geil. Warte mal, hier oben ist doch schon was. Nee, doch nicht. Oh, sorry, Bobby. Aha, Münzen. Okay, mehr nicht anscheinend. Ja. Okay, kann man umdrehen, aber bringt anscheinend nichts. Informationsschalter. Ach, da sitzt bestimmt später jemand drauf. Okay, ja, macht Sinn. Was ist hier los? Was ist hier wieder passiert? Wo sind die ganzen Besucher? Merkt auf, brave Besucher des Shogunlands. Hä?
Ein Goomba. Eilt euch hier entlang. Was ist jetzt los? Ich ahne Schlimmes. Es empfiehlt sich nicht, an diesem ungeschützten Ort zu verbleiben. Folgt mir, denn die Zeit drängt. Wohlan, der Weg führt hier entlang. Der spricht geil. Oh, ein Fragezeichenblock. Ach, wieder hier so eine Truppe. Oh, brave Besucher des Shogunlands. Ergebens bitten wir um eure Hilfe. Eine grässliche Bande von Origami-Schurken fiel in dieses Land ein. Ihr seht untröstlich. Die meisten treuen Wärter dieses Landes wurden überwältigt und schmachten nun im Schloss des Shogunlands. Yeah, das ist total ätzend, Mann. Wir haben uns alle coole Kostüme für den großen Tag hier genäht und... Ups, was ich meinte war, für wahr, unser Eintrittsgeld darf nicht umsonst gewesen sein. Untertänigst bitten wir um deinen Beistand, okay? Das ist eigentlich gar kein alter Cooper, aber ich spreche trotzdem so wie der. Also wie ein alter Cooper halt sprechen sollte, meiner Meinung nach. Falscher, hier? Wie können diese Schuft des Wagen den Frieden und die historische Authentizität des Shogunlands zu stören? Hey, Mario, hätte gedacht, dass wir uns hier treffen? Wer spricht denn da? Ach, der Fluss zu tot, okay. Ah, der kann nicht weiter schwimmen. Ich wollte nur kurz im Fluss hinunter paddeln und mich etwas umsehen. Und dann das. Diese blaue Luftschlange blockiert den Weg. Unmöglich darum herum zu paddeln. Aha, seht mal, die gelbe Luftschlange wartet direkt hinter diesem Tor. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als uns zuerst um die blaue zu kümmern. Ja, okay, das ist ja ähnlich wie bei der ersten Luftschlange, bei der roten, da haben wir auch die blaue im Hintergrund gesehen dann, ne? Dann ist es entschieden. Wir kommen nicht weiter, bevor wir uns nicht um die Luftschlange gekümmert haben. Das Schicksal führte uns hierher. Mario-san, Bubo-kun, eilen wir uns. Auf zum Schloss. Ich spreche dich auch wie so ein Japaner. Hey, du bist ja echt in Stimmung für den ganzen Kulturkramtantchen. Ja, die hat sich auch irgendwie die Krone da anders gerichtet, kann das sein? Naja, du hast wohl recht. Ohne das Personal gibt es hier nicht viel zu erleben. Also, auf zum Schloss. Also langsam frage ich mich. Ein Schweif, cool. Vier Gegner in der Nähe mit einem Wirbelmanöver um. Warte mal, das ist ein Item, ne? So, hier. Mal gucken. Ja, ist also ein Kampf-Item auf jeden Fall. Den Pilz kann ich ja immer einsetzen. Genauso wie das Todrad da. Okay. Oh, da sind Sniffits. Die sind auch neu, die Gegner. Wir hatten ja bisher nur Scheigern und aber noch keine Sniffits. Als Origami-Gegner. Da ist ein Tod da oben. Sah aus wie Tischtennisschläger. Mario, toll, ich bin ein ganz großer Fan von dir. Ja, zu Recht. Mein Freund, hier ist bestimmt noch ein Tod irgendwo. Ups, Bobby, sorry. Kann ich mal nicht draufsetzen? Nee. Oh, wollte ich nicht. Erstmal hier Konfetti durch die Gegend schmeißen und die Wohnung verwüsten. Da ist auch noch ein Toad. Kann man auch noch rausziehen hier bestimmt. Der verkauft doch bestimmt irgendwo was hier. Oder ein Toad Town. Zubehör, edles, exquisites und extra günstiges Zubehör. Ihr braucht es, ich habe es. Ich verkaufe mal die Ware vor dem Souvenirladen. Die Leute mögen es gar nicht, wenn ich das tue. Hehe. Bäm, direkt einfach auf die Nase hier, ihr olden Sniffits. Die Mucke ist auch wieder geil. So. Okay, das war easy. In dem Fall sogar. Gar keine Probleme gehabt jetzt dabei. So, erstmal machen wir die Koopa platt, genau. 1, 2, 3 und 4. So. Immer 15 Schaden. Also es gab mal Zeiten, da ist der Schaden noch gestiegen bei jedem Koopa. So. Steiger auch weg, die dürften ja auch K.O. gehen hier. Bei den Sniffles bin ich jetzt gespannt tatsächlich, ob die sofort K.O. gehen. Ich schätze mal, die sind wieder ein bisschen stärker als die anderen Gegner hier. Ist die Mehrzahl von Sniffit eigentlich Sniffits? Oder einfach Sniffit? Die Sniffit. Oh, einer ist K.O. gegangen. Komm. Och, Bobby. Du Nichtsnutz. Ballerstapel. Okay. Und der? Hä, was macht er denn? Ach, er ruft neue. Der Drecksack. So. So. Okay, hab's.
Sollte der noch heile ist, der Sniffit, ne? Nehme ich jetzt die Glitzerstiefel. Ist doch nur echt für den einen hier vorne, aber was soll's. Ändern wir ja quasi schon am Arsch. Hä? Der hat sogar den Angriff überstanden? Wie viel halten die aus? Wenn ich jetzt gleich wieder neue rufen, ne, die Arschlöcher. Dann tick ich aber aus. Komm schon, Bobby, mach auch noch einen platt. Jawohl. Du bist der Beste, Bobby. Aua, da hab ich ja nicht abgewehrt. War wieder nicht geblockt. Manu, ey. Hüpfen, hüpfen. Ja, mach ich doch. Mach schon. Ja, ich mach doch. Jawohl, immer drauf. Ja, nicht einer, der mich anfeuert. So. Die werden erledigt. Die sind auch jetzt im Museum an sich, ne? Die halten aber viel aus. Ich glaube, ich muss mal wieder ein bisschen mehr KP kriegen hier irgendwo. Oh, da kann ich rein. Stimmt. Die Blume ist auch ein Toad. Bam. Befreit. Oder wieder umgeknickt. Ich habe gehört, dass das Wurfstein-Dojo da hinten ein paar tolle Preise hat. Ich wünsche nur, dass es von jemand anders betrieben würde. Ja, wer ist denn der Betreiber? Räum mal raus. Du hast jetzt immer irgendwie nur einen Tod, der richtig einsam und verlassen in der Hütte, ne? Warum sitzt nicht mal zu zweit neben oder gegenüber oder so? Die Idioten. Das Wurfstein-Dojo ist hier hinter, schätze ich mal, mit der Zielscheibe hinten drauf. Aha. Das ist Sniffit, oder? Nee, doch nicht. Hey, Toads. Drei Stück direkt. Okay, da, so viel dazu, dass die immer alleine hier sitzen. Puh, ich habe gerade noch ein Zabuton erwischt. Alter, jetzt kommen hier Begriffe, die ich alle nicht kenne, ey. Das gibt's doch nicht. Was? Jemand hat mein Lieblings-Zabuton schibitzt. Schon wieder. Also diese Sitzgelegenheit nicht okay. Diese Matten. Wir spielen Reise nach Jerusalem mit diesen Zabutons. Aus den Kissen, mit denen man auf Tatami-Matten sitzt. Ja, gleiche. Japanische Kultur, also damit kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Aber mir gefällt, dass es dass das Land so angehaucht ist. Dann gehen wir hier noch rein. Und ich komme hier gar nicht durch, da ist ein Sticker vor der Tür. Da muss ich außenrum anscheinend. Ist hier irgendwo ein Tod drunter? Jo, Katze hier zum Beispiel. Das ist ein miau gezeichnetes Plätzchen für ein Nickerchen. Schlechter Wortwitz, aber gut. Lassen wir ihm. Aber hier könnten auch immer so Fragezeichenblöcke versteckt sein, ne? So richtig fies. Bambushut oder was? Keine Ahnung. Aber den Bambushut hat ja schon der Bootsführer auf. Ey, hier ist auch noch ein Tod hinter. Man sieht ihn, glaube ich, auch schon. Direkt hier hinter der Wand. Ja, ja, verzieht euch. Ey. Die verfolgen mich aber weit, ey. Die kleinen Ärsche. So, 5 KP Schaden. Okay. Ja, erstmal so. So, und ich würde sagen, die müssen so rum. Genau. Passt. Wie angegossen. Die gehen ja so kaputt, die Scheigeil. Boing, boing, zack und weg. Die mache ich auch noch platt hier. Ganz schnell, Mario. 4 Sprünge und dann sind sie auch futsch. So, erledigt. Und da hau ich jetzt den Blitzhammer drauf. Den Hammer. Ja, muss ich ja eh. Hammer. Die halten echt viel aus, ne? Ach, Bobby, ey. Ich wette, einer ruft wieder Verstärkung. Hä? Machen die, ich wollte gerade sagen, ey, wie oft ich jetzt blocken konnte. Ja, der ruft wieder Verstärkung, der Sack. Musste ich's doch, ey. So. Der kommt der hier rüber. So, zack, geschafft. Komm, die machen wir jetzt platt hier. Oh, der eine Sniffel ist neu, verdammt, hab ich gar nicht gesehen jetzt. Ja, natürlich überlebt der. Der ist noch nicht mal umgeknickt. Erstmal jetzt die hier erledigen. Da sind nicht ein paar mehr Gegner, die da weggehen. Das ist der eine da.
So, sehr gut. Ja, hat geklappt, Toad. Hey, wie voll die Tribüne schon ist. Ach so, der macht den Rest. Okay, sehr gut, Bobby. Sehr gut. Und ich habe jetzt gar nicht mehr gedacht. Ich wollte doch eigentlich nur das Schild hier lesen. Ihr kleinen Säcke. Shogunland. So, wir waren schon im... Bei der Information waren wir schon. Wir waren schon... Ne, beim Wurstchen Dojo waren wir noch nicht. Wir waren aber schon beim Souvenirladen. Den Rest müssen wir noch erkunden. Aber die Nummern, die haben noch was zu bedeuten, oder? Egal, wie geht's jetzt mal hier lang? Boah, beide erledigt, geil. Die sind tot. Die hab ich schon vorhin gesehen. Ich beobachte die Gegend hier schon seit Stunden. Mir geht nichts, auch wenn ich etwas kurzsichtig bin. Okay, Respekt. Na stimmt, was du sagst, dann ist das nicht schlecht. Dass dir nichts entgeht. Schon die Münzen hier einsacken. Hier kann ich lang. Ein Hund. Und ein Kettenhund. Du bist erstmal hier wieder befreit. Wuff, wuff, wuff. Oh, du bist Mario. Du kommst gerade recht. Ich habe etwas gesehen, bei dem sich mir das Fell aufstellt. Ich dachte, dieser Typ in Grün wollte nur Gassi gehen. Und dann ist er in das Ninja-Haus da drüben gelaufen. Hinterher schnüffeln wollte ich ihm ja auch nicht, aber da drin muss es etwas richtig Gutes geben. Der Typ in Grün? Aha, der mysteriöse Mann in Grün. Jetzt sind wir ihm ganz dicht auf der Spur. Meinen die vielleicht Luigi? Oder Yoshi? Oh, ist schon fertig. Okay, ich dachte, da wäre noch eine Ladung nötig gewesen. Aber anscheinend nicht. Mal erstmal hier das Loch stopfen noch. Das Loch füllen. Und hier kommt ein Tod raus aus dem Schirm. Ja. Wie er da einfach feststeckte, der Arme. Der sagt gar nichts. Ey, kannst du mal mit ihm sprechen? Das Ninja-Haus klingt ganz harmlos, aber da sind bestimmt Fieslinge drin, die es auf einen Kampf abgesehen haben. Du weißt, dass du bei der Auswahl mit deinen Angriffen Plus drücken kannst und dich mit neuen Stiefeln und Hämmern auszurüsten, oder? Ja, weiß ich. Hier ist der Speicherblock. Hier ist ein Café, oder was? Edle Tee und Softwink Lounge. Teehaus zur ruhigen Röhre. Hier ist neu im Shogunland. Ist hier wieder so eine Bar wie letztes Mal im Tempel des Wasserpergamenton? Ja, nicht ganz. Oh, hier ist ein Tod irgendwo. Oh, ich hau den Scheiger. Achso, der sitzt da drauf auf dem Sitz. Alles klar. Tut mir leid, Kollege. So, den habe ich gesucht hier. Ich habe kaum noch Stöpsel, verdammt. Was hast du sagen, mein Kleiner? Tut mir leid, dass ich dich gehauen habe. Alle Gläser hier sind so flach. Wie soll aus denen überhaupt jemand trinken? Wie gut, dass ich einen Strohhalm mitgebracht habe. Du kannst ihn haben, wenn du magst. Aber wisch ihn vielleicht vorher ab. Ah, den kriegen wir sogar, den Strohhalm. Das ist auch eine Anspielung an Color Splash, oder? Gab's da nicht Shy Guy oder waren das nicht die Shy Guy, die da ganze Zeit die Farbe rausgesaugt haben mit so einem Strohhalm? Ich glaube schon. Präsentiere dein Billet. Ja, hier. Ach nee, nicht den Strohhalm. Bin ich blöd? Hier, die Karte meine ich auch. Hier kommen die Promis. Noch ein Schatz, finde ich cool. Kastanien. Aus dem Kastaniental. Sehr schön. Und Schnipsel, die brauche ich. Oh geil, erstmal in die Kasse räumen. Leer räumen. Aber hier ist, glaube ich, kein Tod mehr, oder? Was hier mit dem Schild? Nee, ist nix. Okay, gehen wir raus. Oder ist hier doch noch was gebimmelt? Wartet mal. Nö, anscheinend nicht. Dann haben wir hier den Tod gefunden. Gehen wir weiter. Können nochmal speichern hier. Wir haben ja auch noch einiges gefunden hier. Was ich jetzt auf jeden Fall nicht verlieren möchte. So, sehr schön. So, hier kann ich auch noch rein. Ich habe noch einen Toad irgendwo. Oh oh. Wow, da kriegt man ja Angst. Ich kann nicht, was das so rund und niedlich ist, einen solchen Schrecken einjagen. Okay, hier ist ein Buch. Hier nenne ich doch bestimmt was, oder? Notiz des Pflegers, Katerinchen. Unser Vorrat an Katerinchens Lieblingsknochen geht zur Neige. Niemals ohne Knochen nähern. Ah, Knetzerinchen. Was hat der für ein Name? Hier ist auch nichts, schade. Und hier auch nicht, ne. Die Glocke hat hier auch nicht gebimmelt, also ist hier auch kein Toad drin anscheinend. Der muss hier irgendwo hinter sein. Oder da drin in der Hütte da. Ich brauche also einen Knochen. Erstmal hier. Ach, ich brauche mich gar nicht heilen. Okay, ist egal. Warum heißt das Shogunland eigentlich Shogunland?
Ich kann mich einfach nicht entscheiden, ob nur mit Schock, Show oder Schokolade zusammenhängt. Ob es nur mit Schock, Show oder Schokolade zusammenhängt, genau. Mit keinem davon, oder? Olivia, ehrlich. Was ist denn da oben für eine Hütte? Mein Kleiner, erzähl mal was. So, ja. Ach, der war das ja, der Kurzsichtige. Hier kann ich auch nicht lang. Aber so viele Möglichkeiten habe ich auch gar nicht. Ich kann eigentlich nur noch in das Haus hier oben. Und hoffen, dass da ein Knochen drin ist. In einem der Räume. Komm, fangen wir außen an. Und arbeiten uns dann wieder nach innen vor. Wir müssen ja eh wieder hier raus. Aha. Da ist der Toad schon mal. Ist das denn der einzige? Oh, ein Pilz. Cool. Nein, ist nicht der einzige. Schmetterling. Der auch wieder so rumhüpft wie einer. Noch ein Käfer, sehr gut. Die laufen alle so rum, oder was, bis sie sitzen. Was ist das denn? Ist das Untoad? Der sah ja cool aus, ein Bonsai. Ich bin eins mit dem Bonsai. Ich bin völlig ruhig, meine Füße sind eingeschlafen. Das glaube ich, wenn du dich nicht bewegst. Und hier kann ich aber durch. Muss ich auch. Ah, aha. Muss die Tür zuhalten. Kleiner Sack. Vielleicht geht dieser komische, gefallene Schalker ja weg, wenn ich ihn einfach ignoriere. Ola, Sack. Oh, ich bin reingerannt. Scheiße. Ich wollte ihn eigentlich weghauen direkt. Oh. Sieht interessant aus. Ah, so kann ich machen. So, in der Hoffnung, dass Bobby mal angreift, nehme ich jetzt einfach hier die normalen Stiefel, mach die Shy Guy weg. Und ich rufe der Sniffelt halt entweder wieder Freunde oder er greift einfach an. Wir haben ja eine Bank draußen, ist ja halb so wild. Komm schon, Bobby, jawohl. Perfekt, Kollege. Hast du gut gemacht, mein Kleiner. Bob-Bomb-Freund. So, weg ist er. Er setzt sich da hin, hat keine Angst mehr. Gut, dann haben wir schon zwei Räume abgearbeitet hier. Abgeklappert. Was ist im dritten Raum? Das ist die große Frage, ne? Okay, hinten geht's raus. Ah. Sehr schön. Zufällig gefunden, aber da musste man ja irgendwie hochkommen. Die Gebäude hier haben eine solch bezaubernde Ästhetik. Es ist so friedlich, so entspannt. Ist hier noch ein Tod irgendwo drin? Nö. Was haben wir denn hier draußen jetzt? Der Knochen muss ja hier irgendwo sein. Ah, die haben noch einen. Achso, sind doch Paper-Knochen trocken. Klick-Klack, klickadi-Klack. Ich wünschte, wir hätten etwas Besseres als diesen Knochen zum Beispiel. Hier ein Strohhalm. Klick, was ist das denn? Okay, hat wohl nicht geklappt. Ich muss noch was anderes finden. Okay, das ist komisch. Da muss ich mich echt nochmal umgucken. Aber, Leute. Warte mal, wo könnte ich denn hier noch einen finden? Ich kann mich mal auf der Karte kurz umgucken. Ich meine, hier ist ja noch genug, ne? Da komme ich auch zum Wurfstein-Dojo anscheinend, da in der Gasse. Wo könnte denn im Streichelzoo war ich gerade? Genau, was ist denn 3, 4, 5? Kostüm, Fotostudio, Wachturm und Haus der Mysterien. Und die 7 ist das Haus der Heimtücke, der Ninja-Parcours. Da möchte ich ja wahrscheinlich am Ende hin. Also muss ich wahrscheinlich echt danach links erst. Ja, am Ende möchte ich ins Shogun-Theater, so wie es aussieht. Naja, gut. Leute. Ich würde die Folge gerne hier beenden. Danke mich bei euch fürs Einschalten. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich darüber freuen, wenn ihr ein Like da lasst und meinen Kanal abonniert. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö. Euer Basukasu.